Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute endlich wieder mal zu einem Thrift Trip. Und zwar habe ich ein Kleid, ein Ballkleid, vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahren mal gekauft. Und es ist ja ganz schön, allerdings ist es richtig ungemütlich beim Oberteil. Und das Ganze würde ich gerne umnähen, damit ich das auch tragen kann. Ich zeige euch mal das Kleid, wie es ausschaut. Ich ziehe es mal an und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist das Kleid und es ist ja wirklich ganz schön, allerdings ist das Problem hier oben. Ich komme mal ein bisschen näher ran und zwar sieht man hier schon, das ist ja ganz schön, allerdings rutscht das dauernd nach oben und ist unbequem und eng, also es passt einfach hinten und vorne nicht und es ist ungemütlich. Auch wenn es sonst sehr schön ist, ist das Rote ungemütlich, man kann sich nicht bewegen und na, mag ich nicht. Was mich auch noch stört, ist, dass das so viel zu weit oben sitzt. Also es sitzt schon fast an der Brust oben, deswegen rutscht es immer hoch und ich hätte das Ganze gern ein bisschen weiter unten. Daher möchte ich gerne Folgendes machen. Ich will den Rock behalten, der gefällt mir nämlich sehr gut so, und das Oberteil abtrennen und da einen Herzausschnitt machen und Träger dran machen. Also keine Ärmel mehr, sondern mit Träger. Und dann hoffe ich, dass ich es dann gemütlicher finde und öfter trage. Also fangen wir an. Okay, nochmal von vorne. Ich habe gerade das Ganze aufgenommen und es hat es nicht gespeichert. Also, was habe ich gemacht? Ich habe zuerst mal mein Oberteil vom Rock abgetrennt. Ich habe das in dem Fall einfach mit einer Schere gemacht und abgeschnitten. Einfach schön der Naht entlang geschnitten und habe dieses Band, was da noch dran war, mal vorerst drangelassen am Rock, weil ich noch nicht wusste, wie viel Stoff ich im Endeffekt brauche. Den Rock habe ich mal dabei beiseite gelegt und mich um das Oberteil gekümmert. Beim Oberteil habe ich dann mal alles abgetrennt, was so zum Abtrennen geht. Als erstes mal diese Stola mit einem Nahtauftrenner, damit ich auch ja nichts vom Stoff verliere und das Ganze auch nicht zu sehr zerstöre. Und als das Ganze dann mal abgetrennt war, habe ich auch noch die beiden Ärmel abgetrennt. Dann habe ich mal das Oberteil abgemessen, weil mir das prinzipiell gut gepasst hat von den Maßen, außer dass es eben zu kurz war und eben die Ärmel zu eng waren, aber so dieser Torso-Teil hat mir gut gepasst und dann habe ich mir das skizziert und abgemessen und mir dann auch noch skizziert, wie mein neues Oberteil im Endeffekt aussehen soll. Nachdem ich mir das notiert habe, habe ich mal einen der beiden Ärmel hergenommen und den der Länge nach durchgeschnitten und daraus dann mal probiert, mein Oberteil zu machen. Dafür habe ich ein Oberteil, das mir ganz gut passt, genommen und das aufgelegt und dann nachgespurt. Aber da habe ich beim Ausschnitt das Ganze eher rundlich gemacht, weil ich ja so einen herzförmigen Ausschnitt haben möchte. Dann habe ich den Stoff, also den Ärmel, wieder in den Bruch gelegt und das Ganze dann ausgeschnitten. Und so hatte ich dann schon meinen ersten Teil vom Vorderteil. In dem Fall war das dann der Mittelteil. Also eigentlich wollte ich daraus die Seitenteile machen, aber das hat schon ganz gut gepasst als Mittelteil. Da habe ich das dann nochmal kontrolliert, ob das passt. Und das war mal das erste Teil. Und ich wollte dann noch 2 Seitenteile haben, weil das Ganze ja so korsettmäßig aussehen sollte. Dafür habe ich dann das Oberteil genommen, also dieser Torso-Teil, habe den auseinander geschnitten, damit ich möglichst viel Stoff habe und dann wieder mein Beispiel-Top, also meinen Vorlagen-Top hergenommen, das aufgelegt und die Seiten kopiert, auch wieder mit so einem rundlichen Ausschnitt, damit ich da eben meinen herzförmigen Ausschnitt schaffe. Und auf der Seite, wo das Ganze zusammengenäht wird mit dem ersten Teil, was ich ausgeschnitten habe, ist ja auch so eine Rundung und die ist da dafür, dass eben bei der Brust so eine Rundung entsteht, weil die werden dann zusammengenäht, die 2 rundlichen Seiten, die ich hier da auflege und dann entsteht so eine rundliche Form.
Das Ganze habe ich auch wieder in ein Buch gelegt, weil ich das ja zweimal brauche und dann auch wieder ausgeschnitten und in der Hälfte durchgeschnitten, damit ich dann meine beiden Seitenteile habe. Da habe ich das dann noch kontrolliert mit dem ersten Teil, was ich schon ausgeschnitten habe, dass das eh gut zusammenpasst und die Länge auch stimmt. Und da sieht man dann schon, wie das Ganze dann zusammengenäht wird. Also das war das, was ich mit der Rundung gemeint habe, dass das Ganze dann hier eben so zusammengenäht wird. Da lege ich dann die Seitenteile rechts auf das Mittelteil auf und stecke es zusammen und habe es dann mit einem normalen Geradstich mit der Nähmaschine zusammengenäht, also auf beiden Seiten, und hatte dann schon mein Korsett-ähnliches Vorderteil. Das war dann mein Vorderteil. Da habe ich dann nur noch unten die Länge angeglichen, weil die beiden Seitenteile etwas länger noch waren, wie man hier sieht. Das habe ich nicht ganz so sauber ausgeschnitten. Und in der Mitte habe ich noch ein Abnäher gemacht, weil das Mittelteil doch etwas zu breit war. Was mir dann im Endeffekt sehr gut gefallen hat, weil da dann in der Mitte auch noch eine Naht war und das Ganze dann so noch korsettartiger ausgesehen hat. Und dann habe ich noch ein Futter dafür gemacht, beziehungsweise war dann das erste Teil das Futter und habe das zweite dann als Außenteil, also als schönes Teil verwendet. Und dafür habe ich wieder einen Teil vom Stoff hergenommen, von meinem Vorderteil, und das Ganze einfach aufgelegt auf mein erstes Oberteil, was ich gemacht habe, und das Ganze einfach kopiert. Nur habe ich, also ich habe es ganz gleich gemacht wie das erste Teil. Man kann natürlich auch gleich von Anfang an alle Teile doppelt ausschneiden, aber ich wollte zuerst eines als Versuchsoberteil quasi machen, damit ich dann schon weiß, wie breit das alles sein muss, falls ich dann im Endeffekt noch irgendwas wegnehme und noch was abnähe, was ich in dem Fall ja gemacht habe. Und das war dann einfacher, dass ich das noch einmal mache. Gut, dann hatte ich schon meine zwei Vorderteile, die dann im Nachhinein noch zusammengenäht wurden, aber das sieht man dann. Die habe ich derweil mal beiseite gelegt und mich dann um das Rückteil gekümmert. Für das Rückteil habe ich diese Stola hergenommen, die leider eh so in einem Bogen zusammengenäht war. Deswegen habe ich da mal versucht, gerade Stücke rauszuschneiden, also Rechtecke, habe das Ganze mal ein bisschen auseinandergeschnitten und meinen Top aufgelegt und geschaut, welche Länge ich benötige. Also die Länge vom Vorderteil muss auch die Länge vom Rückteil sein. Und habe das mal markiert und das Ganze auseinandergeschnitten und dann auch der Länge nach auseinandergeschnitten, weil das ja so bogenförmig zusammengenäht war, wie man dann sieht. Und das sonst irgendwie blöd wäre und sich gewölbt hätte. Deshalb habe ich das Ganze mal auseinandergeschnitten. Da sieht man dann, wie bogenförmig das tatsächlich war, und habe dann probiert, daraus möglichst schöne Rechtecke auszuschneiden. Also habe da wieder meinen Top aufgelegt und das Ganze markiert und mir dann im Endeffekt 4 Rechtecke ausgeschnitten. Und hier sieht man dann meine 4 Rechtecke, die dann auch eigentlich schon mein Oberteil waren. Also die habe ich alle 4 rechts auf rechts zusammengelegt und zusammengenäht mit einem Overlockstich in dem Fall, weil ich beim Rückteil kein Futter gemacht habe, sondern nur bei den Vorderteilen, weil ich einfach zu wenig Stoff hatte. Bei den Vorderteilen habe ich übrigens auch ein Futter gemacht, damit das Ganze stabiler ist und besser hält. Dann kann man das Ganze auch ohne BH anziehen zum Beispiel, und es schaut auch einfach schöner aus. Und man muss es dann nicht mehr versäubern, weil man ja ein Futter hat. Hier nähe ich das Ganze zusammen mit der Overlockmaschine. Das war dann mein Rückteil, und dann habe ich noch Träger gebraucht. Dafür habe ich dann dieses Band noch abgetrennt, was beim Rock dran war. Das habe ich mit dem Nahtauftrenner gemacht, weil ich da wirklich keinen Zentimeter verlieren wollte. Die habe ich nämlich wirklich komplett gebraucht, also die Länge war perfekt. Das habe ich dann rundherum abgetrennt und habe dann noch geschaut, ob die Länge eh passt. Also ich habe einen Top angelegt, wo die Träger ganz gut passen, und habe dann geschaut, ob die Länge stimmt, und das Ganze dann in der Hälfte auseinandergeschnitten, damit ich zwei Träger habe. Da war eh eine Naht, also war das eh passend, dass ich das da auseinandergeschnitten habe, und habe das Ganze dann rechts auf rechts, also beide Träger rechts auf rechts, zusammengefalten in der Mitte, festgesteckt und mit einem elastischen Geradstich in dem Fall zusammengenäht, weil die Träger ja gedehnt werden könnten und sonst reißt der normale Stich. Und
Nachdem ich die dann zusammengenäht habe, habe ich dann die Nahtzugabe abgeschnitten und das Ganze mit einem Strohhalm und mit Fingerfertigkeit umgedreht. Das hat ein bisschen gedauert. Ich sollte mir vielleicht endlich mal einen, wie heißt das Ding? Keine Ahnung, eine Wendenadel anschaffen, weil ich verzweifle immer leicht beim Träger umdrehen. Ich weiß, da gibt es 100.000 Methoden, aber ja, mir ist immer zu blöd. Und dann habe ich die noch gebügelt. Gut, dann bin ich drauf gekommen, dass das Rückteil doch ein wenig zu eng war. Ich habe das zuerst mit dem Vorderteil zusammengesteckt und dann an mir mal kurz anprobiert und mir ein paar Stiche mit den Stecknadeln zugefügt, als ich es probiert habe. Und dann gesehen eben, dass das Rückteil zu klein war und dann einfach noch zwei schmale Streifen, genau gleich wie alle anderen Streifen, angenäht. Wieder mit einer Overlocknaht rechts auf rechts, damit ich einfach mehr Breite habe. Und dann habe ich die obere Kante vom Rückteil versäubert, indem ich die Kante einfach doppelt eingeschlagen habe. Also zuerst habe ich noch ein bisschen was weggeschnitten, damit die Länge schön angeglichen ist. Und dann das Ganze doppelt eingeschlagen und mit einem elastischen Geradstich angenäht. Dann hatte ich mal meine ganzen Teile. Und dann kam die Schwierigkeit, nämlich, dass man das Ganze so aufeinanderlegt und zusammennäht, dass es auch richtig zusammengenäht ist. Und dafür habe ich zuerst mal meine beiden Oberteile zusammengelegt und die Träger dazwischen gelegt. Die müssen in dem Fall nach unten schauen, weil wenn man das Ganze dann umdreht, schauen sie dann im Endeffekt ja nach oben, wenn man sie zuerst nach unten annäht. Also die werden dazwischen geklemmt und müssen nach unten schauen und dann fehlte aber noch das Rückteil. Und das Rückteil muss zwischen diese beiden Oberteile. Und zwar legt man das ja normalerweise rechts auf die schöne Seite, also die Seite, die nach außen schaut von den Vorderteilen. Das habe ich gemacht, also ich habe das rechts auf das schöne Vorderteil gelegt, das ist das Vorderteil, was man da sieht, habe das mal angepinnt, damit das Ganze auch safe ist und dann die Träger auf das schöne Vorderteil gelegt und dann noch das Futter draufgelegt, also so, dass die Träger und das Rückteil dazwischen waren. Gut, also dann habe ich das Innenfutter draufgelegt und die Nadeln, die ich vorher angesteckt habe, gelöst und das Ganze dann alles schön sauber festgesteckt, damit alle Schichten miteinander verbunden sind und auch nicht die Träger irgendwie komisch noch dazwischen sind, sondern die auch schön gerade angesteckt sind und habe das Ganze dann mit einem Geradstich zusammengenäht. Also das habe ich komplett rundherum zusammengenäht und dann das Ganze umgedreht und dann war es auch schon fast fertig. Es hat nur noch gefehlt, dass ich die Träger hinten annähe. Ich habe es dann nochmal anprobiert, um zu sehen, ob das Ganze auch richtig sitzt. Es sitzt ziemlich gut. Hier könnte es noch ein bisschen enger sein. Das mache ich noch oder vielleicht auch etwas, nein, der Mitte ist ja blöd. Ja, ich mache es seitlich noch ein bisschen enger, ein bisschen taillierter und dann ist es cool. Nachdem ich dann bei der Anprobe gesehen habe, dass das Ganze noch etwas enger sein könnte, habe ich mir das nochmal abgesteckt und nochmal einfach mit einem Geradstich runtergenäht und dann überall die Nahtzugabe noch abgeschnitten und beim Ausschnitt bei den Rundungen die Nahtzugabe etwas eingeklipst, aber nur die Nahtzugabe, nicht nach der Naht, das wäre nämlich blöd, damit das Ganze dann einfach schöner fällt und sich schöner biegen lässt und habe das Ganze dann wieder umgedreht und die Träger schlussendlich noch angenäht. Die habe ich einfach ganz normal ohne irgendeinen Schnickschnack angenäht, also einfach auf der Innenseite vom Rückteil festgesteckt, ohne irgendwie das Ganze schön einzuschlagen oder so, weil der Stoff eh nicht ausfranst und habe das dann mit einem elastischen Geradstich angenäht. Und als das Top fertig war, musste ich es nur noch mit dem Rock verbinden. In dem Fall habe ich mir zuerst mal markiert, wo die Mitte von meinem Rock ist, damit ich dann auch das Top schön gleichmäßig annähen kann. An den Seiten und hinten in der Mitte war eh eine Naht beim Rock, also die Stellen wusste ich eh, nur eben die vordere Mitte nicht. Dann habe ich den Rock auf links gedreht, also umgedreht und das Top nach unten zeigend, also mit den Trägern nach unten in den Rock gesteckt und dann zuerst bei den Seiten und den Mitten angesteckt und dann dazwischen noch und das Ganze dann einfach mit einer Overlocknaht rundherum angenäht.
Und das ist das fertige Kleid. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist viel, viel gemütlicher als das Kleid vorher. Es sitzt gut. Der Rock ist mir erhalten geblieben. Der hat mir vorher schon gut gefallen. Und ich habe diesen herzförmigen Ausschnitt zusammengebracht. Es hat auch diesen leicht korsettmäßigen Look mit diesen Abnähern oder mit diesen vielen Nähten. Und das wollte ich ja auch unbedingt haben. Ist ja auch jetzt ziemlich modern, also diese korsettmäßigen Oberteile. Und es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es ist echt erstaunlich schön geworden, finde ich. Mir gefällt auch der Stoff voll gut. Und man kann das Ganze auch zum Beispiel mit einem Pullover und vielleicht Stiefeln kombinieren, sodass es auch alltagstauglich wird. Und ja, das war endlich wieder mal ein Thrift Flip. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!